Dann hat man noch einen Snack gemacht. Ein Brot. Mit Leona. Einfach nur Leona rauf und fertig. Nee, keine Butter. Ja, ohne Butter. Klar. Wozu denn? Ja, ihr seid irgendwie... Bevor ich jetzt wieder mich hier anlege mit dem Chat. Ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, so Essensthemen sind immer schwierig. Aber ich muss schon sagen, und jetzt, ich sag jetzt mal ein Disclaimer, weil ich ja gerne mal sowas sage wie ihr Deutschen. Auch wenn ich der deutscheste Deutsche mittlerweile bin, das ist mir schon klar. Ich wohne hier den Großteil meines Lebens. Bin ich im Kern ein gebürtiger Ire und es gibt fundamentale Unterschiede unserer Kulturen, die mir immer wieder auffallen. Egal wie deutsch ich bin, ne? Das müsst ihr immer verstehen, wenn ich sowas sage, wie ich jetzt sagen werde. Ihr Deutschen habt meiner Meinung nach ein krasses Problem mit Soßen. Auf alles muss Butter, Senf, Mayo. Jeder Burger ist ertränkt in Soße. Jeder Döner ist Soße, 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 überall. Ich weiß nicht, was da los ist. Und es ist ja auch okay, wenn es euch schmeckt. Aber ich finde das ganz schlimm. Ich mag das gar nicht und fast alle Iren auch mögen es nicht. Das ist einfach so ein Kulturding. Ich finde das scheiße. Ich muss nicht auf alles immer Butter und nochmal so schmiert. Aber was ist denn mit euch? Warum mögt ihr alles mit so viel so Schmierzeugs? Warum? Ich verstehe es nicht. Und ich gönn's euch ja. Aber dann kommt mir nicht mit den Mist, mit den Fackeln und den Heu und den Mistgabeln, wenn ich mal mein Brot ohne Butter esse. Aber ich habe auch die ganze Zeit Soße wieder falsch ausgesprochen, ne? Soße? 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 So ist richtig. Weich? Weich hart, ne? Soße? Soße? Das ist eine tolle Soße. Yes! Auf jeden Fall war das jetzt mal meine Ansage. Lasst ein Kommi da, was ihr davon haltet. Aber ich bin der Meinung, es gibt auch so einen TikToker, dem folge ich irgendwie, weil ich das fasziniert finde. Und der filmt sich einfach nur ab, der macht sich immer so Brot und so. Ey, ich schwöre dir, Leute, der macht auf alles Mayo. Auf immer so übelst viel. Ich finde das so ekelhaft. Ich würde da vielleicht ein bisschen Essig drauf machen oder so. Essig, Salz, vielleicht Öl. Und die Italiener, aber ich bin ja, ich weiß, ich will ja nicht sagen, dass ich mehr Kultur habe als ihr. Aber ich kann, ja. Mann, jeder soll Soße essen, wie er will.